Dudderle Bastelzeit und heute geht es mal wieder um das Ding hier. Ja, das ist der J7C, den hatte ich Anfang April hier mal in einem Video. Ist ein USB-Tester, so Spannung, Strom und so weiter und weswegen ich mir den damals geholt habe. Zum einen, er kann auch höhere Spannungen, das heißt also Quick Charge oder USB Power Delivery und das Ding hat eine Bluetooth-Schnittstelle, das heißt man bekommt die Daten raus. Den kann man dann zwischen ein Netzteil und ein USB-Gerät stecken und dann schöne Statistiken machen, jedenfalls in der Theorie. Wie schon gesagt, das Ding nutzt Bluetooth und vom Hersteller ist dann eine App auf dem Smartphone vorgesehen. Ja, zumindest mal nennt er das so. Unter Android habe ich es gar nicht zum Laufen bekommen. Unter iOS, da gab es zwar Messwerte, aber viele Funktionen, die ich eigentlich so als üblich beachte, wie zum Beispiel ein Datenexport, ja, die konnte ich da gar nicht finden. Und ganz ehrlich, ich habe sowas ohnehin lieber am PC als am Handy. Also Editor raus, wir bauen mal was. Ja, ich weiß, Software, das ist jetzt nicht unbedingt das, was immer am meisten Spaß macht. Aber heutzutage gehört das halt zum Basteln dazu, weil ja die meisten Projekte laufen ohne Software nicht mehr so wirklich. Also, erste Frage. Wie kommen wir denn da dran an die Daten? Die Apps, die verwenden Bluetooth. Alternativ kann man das Ding wohl auch mit einem Micro-USB-Kabel anschließen und das Ganze dann irgendwie seriell ansprechen. Das wäre vermutlich die einfachste Methode, insbesondere weil es dafür schon fertige Software gibt. Aber auslesen per Funk, so ganz ohne elektrische Verbindung, da ist dann auch nicht so ein großes Risiko, einen ungewollten Kurzschluss über den PC zu bauen. Klingt für mich irgendwie attraktiver. Also Bluetooth it is. Wobei fast. Denn wenn wir schauen, das Gerät, das gibt nach dem Einschalten zwei Endgeräte, die angezeigt werden. Da haben wir UC96SPP und UC96BLE. Ja, die Apps, die nutzen letzteres. BLE, das ist Bluetooth Low Energy. Das ist, wie der Name schon sagt, eine speziell auf Energiesparen ausgelegte Variante von Bluetooth. Bedient sich aber komplett anders als so klassisches Bluetooth. Mir persönlich wäre SPP lieber. Das ist das klassische Bluetooth Serial Port Profile. Das ist im Prinzip wie ein serieller Anschluss am PC. Leider bei mir ohne größeren Erfolg. Ich bekomme zwar eine Verbindung, aber es fallen zumindest mal von selbst keine Daten raus. Eventuell hätte ich den Code von der Hardware-Seriell-Lösung nutzen können. Die schicken da wohl was hin, um das Senden einzuleiten. Aber ehrlich gesagt, ja, den Code für das Seriell habe ich leider erst gefunden, als ich hier fertig war. Nee, passiert. Damals hatte ich jedenfalls die Idee mit dem SPP dann erstmal begraben und mich BLE zugewendet, einfach weil da weiß ich, dass es Apps gibt, da weiß ich, dass die Dinge funktionieren müssten und es gibt sehr schöne Tools, wie man da drankommen kann. In dem Fall hier ein Android-Handy. Da läuft zwar die Original-App nicht, aber es gibt so Apps wie NRF Connect. Damit kann man direkt eine Datenverbindung zu diesen BLE-Geräten aufbauen und sich Rohdaten von diesen einzelnen Endpunkten anzeigen lassen. Wenn man sich da mal durchklickt, dann ist das auf jeden Fall schon mal vielversprechend. Wenn wir hier nämlich gucken, hier, wenn wir das abonnieren, da haben wir einen sehr langen Datenblock. Dinge ändern sich, das sieht alles so richtig aus. Jetzt will ich das ja nicht am Handy, sondern wie gesagt am PC, also müssen wir uns da ein bisschen Software basteln. Als Sprache werde ich wieder auf Python zurückgreifen. Da gibt es die meisten Beispiele, wo ich abschreiben kann. Von daher eignet sich das da für mich relativ gut. Ein Kollege aus dem Hackerspace, der hat mir dann als Tipp BluePie genannt. Damit hat er ein kleines Gerät gebaut, was per BLE mit seinem E-Roller spricht und da seltsame Dinge tut. Also mal Tutorial aufgeklickt und ein paar Sachen bei mir reinkopiert. Und erste Niete. Ja, Permission denied. Offenbar ist es tatsächlich so, dass BLE unter Linux aktuell, ohne da Verrenkungen zu machen, wohl immer noch Rootrechte benötigt. Unschön, aber für meinen Zweck ist das erträglich. Am Ende läuft das Ding ohnehin auf meinem Messrechner und da ist Root jetzt nicht ganz so problematisch. Der hat sonst nichts drauf. Also BluePie nochmal angewiesen, als Root nach Geräten zu suchen und das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wir haben hier ein Gerät, das nennt sich dann UC96BLE. Fast. Das dahinter sind nämlich Nullzeichen und ich habe so meine Zweifel, dass die laut Spezifikation dahin gehören. Naja gut, ignorieren wir das einfach mal. Nullzeichen abzuschneiden klingt jetzt nicht so nach einer großen Aufgabe, also da kommen wir schon drum rum.
Wichtig dabei im Übrigen, erkennbar ist dieses Gerät immer nur so in den ersten paar Sekunden oder eine Minute oder so nach dem Einstecken, beziehungsweise wenn man sich gerade getrennt hat und natürlich, wenn sonst keiner verbunden ist. Das heißt also, wenn man das Gerät nicht sieht auf der Funkschnittstelle, muss man im Zweifelsfall einmal aus- und wieder einstecken, um den da so sichtbar zu machen, dass man sich da verbinden kann. Und an der Stelle, ja, da habe ich eine Menge versucht. Ich habe ein komplettes Skript geschrieben, was erstmal alle BLE-Geräte sucht, das Erstbeste nimmt, was nach dem UC96 aussieht, sich mit dem verbindet. Und wenn wir uns dann an eine Android-Sache erinnern, wir müssen ja zu diesem einen Endpunkt da navigieren und dem sagen, hallo, gib mal bitte hiervon die Daten. Naja, hier sehen wir jetzt erstmal zwei Dienste, nämlich den General Access. Da stehen so Dinge drin wie der Name von dem Gerät und der zweite Dienst, das ist der Dienst FFE0. Und das ist eigentlich auch der Endpunkt, den wir haben wollen. Dummerweise wird es jetzt hier kompliziert, denn Bluetooth Low Energy hat sich da ganz tolle Dinge ausgedacht. Wenn wir nämlich offiziell gehen, müssen wir in der CS den CCCD beschreiben und in der GetClient die Notifications per UUID enablen, um selbige an unsere Mac zu bekommen. So, Bingo-Zettel voll. Versuchen wir das nochmal einfacher. Der ganze Standard, den wir hier nutzen bei dem BLE, das nennt sich GAT, Generic Attributes Profile. Das beschreibt erstmal nichts anderes als diesen Aufbau mit Services, Endpunkten und wir wollen ja mit diesem Service FFE0, dem Hexwert, kommunizieren. Da müssen wir den gewünschten Endpunkt dann finden, sprich den einen Punkt, wo wir bei Android den langen Datenstring hatten. Der wiederum hat in seinen Metadaten eine Adresse drinstehen, die muss man sich merken. Und dann muss man im Generic Profile in einen sogenannten CCCD gehen. Das ist die Client Characteristic Configuration Descriptor. Das ist quasi die Konfiguration, was die Verbindung gerade so macht. Und in der müssen wir jetzt mitteilen, okay, für diese eine Adresse, die wir uns gemerkt haben, möchten wir bitte Notifications. Also wir wollen da einstellen, hier, wenn es für diese Adresse irgendwelche neuen Messwerte gibt, dann schick uns die bitte zu. Und das ist die Stelle, an der ich dann gescheitert bin. Ich habe mehrere Beispiele durchprobiert, aber egal, was ich gemacht habe, das Ding rückt mir einfach keine Rohdaten raus. Jedenfalls nicht das, was ich auf dem Handy sehe. Und ohne diese Rohdaten komme ich halt nicht weiter. Und an der Stelle habe ich dann mal die Bremse gezogen und mir was anderes gesucht. Denn mit BluePie habe ich es auf jeden Fall nicht hinbekommen. Womit ich dann weitergemacht habe, das ist das hier, GetLab. Also eine Library, um diese GATs aufzurufen, Generic Access Attributes und das Ganze speziell für BLE. Das Schöne ist, wenn wir hier reingucken, es gibt da auch eine Menge Examples, die wir direkt einfach uns zusammenkopieren können. Und das habe ich dann auch gleich mal gemacht. So sieht das Ganze hier aus. Ist im Prinzip genau dasselbe wie mit BluePie, nur jetzt halt mit der Library. Wir können jetzt einfach mal durchgehen, was wir hier unten machen. Wir gehen erstmal hin und sagen, okay, ich würde gerne einen Discovery Service, also eine Gerätesuche machen auf HCI0, also dem ersten Bluetooth-Gerät. Ist üblicherweise nur eins drin in so einem normalen PC. Das heißt also, ich habe hier einen Laptop mit internem Bluetooth und mit dem möchte ich jetzt suchen. Danach sage ich, gib mir mal bitte eine Liste mit Geräten. Und zwar suchst du bitte 2 Sekunden lang, was denn so alles in der Luft rumgeht. Danach gehe ich durch, drucke mir hier die ganzen Namen von den Dingern und suche hier gezielt nach irgendetwas, wo UC96 BLE drin steht. Minus dieses 0x00, die 0 Bytes, die da nicht hingehören. Und das Ganze, da merke ich mir dann die Adresse. Wenn ich eine Adresse gefunden habe, wo dieses BLE stimmt, dann starte ich hier einen Receive Notification. Verbinde mich und mache hier unten einmal Get Primary und Send Data Wait Notification. Können wir gerade mal durchgehen. Das Bluetooth-Gedönse ist nämlich hier oben. Und was der hier macht, ist einfach das Ganze vorbereiten, die Verbindung vorbereiten, einen Endpunkt vorbereiten, wo wir unsere Messwerte dann entgegennehmen. Dann die ganzen Werte hier finden, die es so gibt. Und was ich jetzt hier statisch mache, ist in die Adresse 13 oder den Handle 13 wieder diese 0x0100 reinschreiben. Diesen Wert, den wir eben ja schon gesehen haben, der halt sagt hier, ich möchte gerne von dem Dienst Nummer 13 zukünftig unsere Daten geschickt bekommen. Und das wird dann auch hier gemacht mit dem Wait Notification. Da wird er dann hier einfach in Received Wait geschmissen.
Und was es dann gibt, ist hier oben eine Funktion in diesem Notify-Requester, heißt das. Das ist also, wenn wir eine Notification bekommen, wenn wir ein Datenpaket erhalten, dann geht er hier hin und schreibt das einfach auf Data. Und mit dem Code komme ich schon deutlich weiter. Wenn wir das hier nämlich mal ausführen, dann sieht das hier so aus. 2 Sekunden sucht er jetzt und wir sehen jetzt hier, okay, er hat eine Bose Soundlink gefunden, ist definitiv nicht von mir. Eine Smartwatch, okay, kann sein, und der BLE. Und wir sehen, hier unten kommen schon Daten. Er hat verbunden zu der Adresse, die er gefunden hat mit dem Namen, hat jetzt hier gesagt, okay, wir warten auf Daten. Und jetzt schickt uns dieses Messgerät hier regelmäßig 2 Datenpakete, wie wir sehen. Das ist nicht ganz so schön, wie ich das gerne hätte, aber damit können wir, denke ich, was anfangen. Wir haben also immer 2 Stück, die zusammengehören. Jede Sekunde kriegen wir offensichtlich so einen Messwert, Pi mal Daumen jetzt mal so geschätzt. Und das hier sind jetzt Hexdaten. Wir haben dummerweise keinen Plan, was diese Hexdaten heißen, oder? Naja, so halb. Was ich nämlich immer gemacht habe, das ist einfach hier die Hexdaten nochmal umgewandelt. Also nicht umgewandelt, sondern einfach nur anders hingeschrieben. Wir sehen hier 1b, 0c, das ist der Anfang hier. Und habe mir notiert, was wir denn hier an Messwerten auf dem Display stehen hatten. Das sind die ganzen Sachen, die das Ding zu dem Zeitpunkt angezeigt hat. Und was ich dann gemacht habe, ist einfach durchgegangen und hier unten mir ein bisschen notiert, was denn wo sein könnte. Und da die Werte man ja auch selber beeinflussen kann, Spannung ein bisschen hoch, runter ist ja kein Problem, konnte ich mir dann auch relativ schnell raussuchen, was denn wo ist. Wenn wir hier zum Beispiel gucken, hier in diesem Bereich, da haben wir 0001F3. Wenn wir mal 1F3 in Hex nehmen, 1F3, lassen uns das in Dezimal umrechnen, 499. Es dürften wohl 4,99 Volt sein, das kommt halt relativ genau hin. Wenn wir oben gucken, wir hatten ja 4,99 Volt gemessen. Und so habe ich dann rausgefunden, wo dann die Voltage steht, die Ampere, die Milliampere-Stunden, Wattstunden und so weiter und so weiter. Und mit dieser ganzen Liste bin ich dann hingegangen und habe das Ganze hier dann passend erweitert. Das heißt also, jetzt gehe ich nicht mehr hin und sage einfach hier, gib mal die Daten, sondern Nummer 1, ich setze die Daten erstmal zusammen, die beiden Zeilen, sodass wir nicht mehr 2 Zeilen haben, sondern einfach nur ein langes Datenpaket. Und dann wird rausgepopelt hier zum Beispiel zwischen der Adresse 7 und der Adresse A. Da steht die Voltage, da steht Current, Capacity und so weiter und so weiter. Ein paar Werte, die auf dem Display sind, die werden nicht geschickt. Zum Beispiel Resistance, das ist anscheinend was Berechnetes. Das habe ich jetzt hier einfach nachgebildet, dass er Voltage und so dann auch mitmacht. Und so ein paar Sachen sind noch offen, zum Beispiel D+, D-. Ich habe es mal hingeschrieben, aber ich bin mir nicht 100% sicher, ob ich es richtig rum habe. Müsste eigentlich der Signaling Type auf dem Display, da sehen wir ja manchmal, dass das PD ist. Wir sehen teilweise, dass es DCPs und solche Sachen, das habe ich jetzt auch nicht so gefunden. Und was ich auch nicht mit drin habe, es gibt ja diesen Measurement Slot, also dass man umstellen kann, was man denn gerade für einen Speicher, sage ich mal, befüllt. Das ist aktuell auch nicht drin. Und am Ende, da packe ich das dann einfach hier zusammen, wie wir sehen, und kann das passend ausgeben. Das heißt, wir haben jetzt unsere ganzen Werte. Wenn wir jetzt hier mal abbrechen und den zweiten starten, mit Glück läuft er. Connecting, Discovered, Rating und hier so sieht das Ganze jetzt aus. Oh, ein bisschen größer. Es passt nicht alles in eine Zeile, aber ich denke, es sollte klar sein, dass wir jetzt hier unsere ganzen Werte, die wir haben wollen, entsprechend kriegen. Aktuell haben wir zum Beispiel hier ein Gerät dran, was 9 Volt bekommt. Bei, was sind das, 80 mA oder sowas, die er gerade noch zieht, 0,72 Watt. Und das sieht jetzt zwar schön hier aus, wenn ich mir das auf dem Display ausgeben lassen kann, aber wenn, dann machen wir es richtig. Und das ist dann das fertige Skript, was ich im Moment nutze. Ihr findet es natürlich auch unten in der Videobeschreibung dann, wenn da einer weitermachen möchte, gerne. Patches willkommen und so. Was ich genutzt habe, ist hier einmal ArcPass. Das ist also, dass wir jetzt Argumente mitgeben können. Das heißt also, es gibt so die üblichen Sachen, die man von Software kennt, -V für Verbos oder sowas. Man kann das Gerät mitgeben, statt automatisch suchen zu lassen, was interessant ist, wenn man mehrere von den Teilen hat. Man kann Dinge machen, wie die Zeiten einstellen, das Bluetooth-Device einstellen und, was ganz wichtig ist, der Output-Mode. Und zwar das, was wir gerade hatten, das ist der Textmodus. Ich habe aber auch noch CSV, JSON und RAW implementiert,
sodass man da auch zum Beispiel eine CSV-Datei, die man dann in eine Tabellenkalkulation reinmachen kann oder eine JSON-Datei für Software hinten dran benutzen kann. Und das kann man dann auch, statt auf der Konsole auszugeben, automatisch in der Datei schreiben lassen oder auf irgendein Netzwerkboard schicken. InfluxDB habe ich jetzt noch nicht implementiert. Das ist so noch ein To-Do, was ich gerne mal machen würde. Und ja, so kann man das Ding dann komplett konfigurieren. Der Rest der Software ist im Prinzip gleich. Das Einzige, was hier geändert ist, ist jetzt, dass wir, je nachdem, was wir für einen Modus haben, nicht mehr nur noch das haben, was wir gerade gesehen haben, sondern auch etwas für CSV, etwas für JSON und so weiter. Und wenn wir uns die Software dann mal angucken, vielleicht ein bisschen größer, dann können wir jetzt hier J7C GUT machen, können sogar Help sagen, dann kriegen wir eine komplette Hilfe. Das wird zum Glück alles automatisch durch dieses ArcPass, wenn man die Beschreibungen reinschreibt, generiert. Und ja, so kann ich jetzt hier zum Beispiel sagen, okay, ich möchte alles automatisch lassen, möchte aber den Ausgabe, möchte ich als eine CSV-Datei haben, geschrieben in die Datei test.csv, mal Test 2, da gibt es schon eine, ich weiß nicht, was da drin ist. Rest lassen wir alles auf Standard, drücken auf OK und jetzt sehen wir hier schon Connecting und ja, mehr kommt jetzt nicht, wir haben ja keinen Verbose oder irgendwas gemacht. Das heißt, der schreibt jetzt einfach in die Datei, wir können gerade mal gucken, hier mal schauen, test2.csv, sehen wir hier eine Datei, die immer größer wird, jedes Mal, wenn ich refreshe. Und wenn wir uns die mal mit Tail angucken, dann sehen wir auch hier, jede Sekunde kriegen wir hier unsere ganzen Werte. Es gibt am Anfang der Datei auch noch eine Info, was wir denn genau haben, sprich einen Header, um das Ganze wiederzufinden. Dann können wir jetzt hier zum Beispiel mal abbrechen. Einfach Steuerung C. Wenn wir jetzt die Datei mal in LibreOffice zum Beispiel aufmachen und Semikolon sagen als Trennzeichen, passt das? Jo, das sieht gut aus. Dann haben wir jetzt hier unsere ganzen Werte und könnten dann jetzt zum Beispiel hier den Current uns einmal plotten lassen. Ist jetzt hier nicht allzu spannend, weil das Ding halt fertig geladen ist und einfach nur da rumsitzt. Und die Voltage mal weg, die ist eh zu hoch. Aber ich denke, man kann sie erkennen. So kann das dann aussehen, sodass man hier ein wunderschönes Diagramm auch mitzeichnen kann. Und was man am Ende mit den CSV-Dateien macht, das ist dann natürlich einem selber überlassen. Aber es öffnet sehr viel mehr Möglichkeiten als so eine Handy-App, die einfach nur das Ding auf dem Bildschirm anzeigt. Hier so kann man wirklich Langzeitbeobachtung quasi machen. Man kann hier die Diagramme selber zeichnen, selber einstellen, wie man die Auflösung haben möchte. Kann das Ganze natürlich auch auswerten, gerade wenn man hier solche Sachen macht, wie Ladeanalyse. Dann kann man zum Beispiel Schwellwerte dann sagen und sich dann raussuchen, okay, zwischen da und da, wie viel Milliampere-Stunden oder Wattstunden sind denn da reingegangen? Ich meine, wir haben ja alles hier, Milliampere-Stunden, Wattstunden. Die Zeit sehen wir sowieso. Und ja, so kann man dann so ein Gerät durchaus ein bisschen nützlicher machen. Und die quasi schon fast Mängel, die der Hersteller da in seinen Apps drin hat, dann ausgleichen. Keine Frage, das ist natürlich eine Menge Arbeit gewesen. Gerade hier dieses Analysending, was steht denn wo im Hex drin? Einfach weil es keine Doku bisher gab oder auch immer noch nicht gibt, weil meine ist halt auch noch ausbaufähig. Aber wie schon gesagt, gerade sowas wie Spannung oder Strom, dann guckt man halt einfach, wandelt das mal in Hex um, was man auf dem Display sieht. Und dann findet man meistens relativ schnell die passenden Offsets. Also wo in diesen Rohdaten, die man da zugeschickt bekommt vom Gerät, das Ganze drin ist. Wie gesagt, falls ihr so ein Gerät selber habt, der Code ist unten verlinkt, kann man da ein bisschen mit rumspielen. Zumindest mal so die üblichen Werte wie Spannung und Strom sollten eigentlich passen. Also damit habe ich jetzt schon ein paar Aufzeichnungen gemacht und da ist mir nichts aufgefallen. Und die anderen Werte, mal gucken, ob ich da irgendwie was Sinnvolleres finde. Ich gucke mir gleich die D plus D minus mal an, mal gucken, ob wir das noch gefixt bekommen. Aber prinzipiell tut dann auch die Software das, was sie soll.